Der Start der Woche geht wieder los mit einem Smoothie. Ungeschälter Hanfsamen, Moringa-Pulver, Gerstengraspulver, Weizengraspulver, Neempulver, Bentonitpulver, dann Chlorella-Algen, natürlich auch als Pulver, dann Kelppulver und Ginsengpulver. So, jetzt haben wir die ganzen Pulver durch. Dazu kommt, Lokuma-Pulver. So, und Baobab-Pulver. So, jetzt sind wir aber fertig. Dann kommt gefrorener Spinat, gefrorener Grünkohl, dann gefrorene Himbeeren, gefrorene tropische Früchtemischung, frische Bananen, frischer Apfel, frischer Brokkoli, frische rote Beete, eine Möhre und Brennnessel getrocknete. Das gibt's heute und jo, das lasse ich mir jetzt schmecken. So, zum Mittag gibt es jetzt Zucchini Spaghetti, so nennt man das, glaube ich. Also ich habe jetzt so ein Lorch-Gerät, wo man das durchleiern kann. Und das sind einfach so dann rohe Zucchini, dazu Relish, was ich gemacht habe, aus verschiedenen Sachen. Und das ist aber eingekocht gewesen, also theoretisch jetzt keine 100% Rohkost. Aber darüber sind gedörrte Auberginen mit Kräutern aus dem Garten. Und ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. So, und am Abend gibt es jetzt nochmal 5 Bananen. So, jetzt habe ich mal gepostet oder tue das jetzt mal aufnehmen, wie der Smoothie letztlich dann aussieht, wenn alles gemixt ist. Der Wunsch wurde schon vielfach geäußert, jetzt habe ich das gemacht. Hier drin ist ja ähnlich wie gestern, wirklich viele, viele Pulver. Und ja, heute habe ich noch Brennnessel noch reingetan und aus dem Garten halt Mangold war noch da, dann halt noch eine Möhre, die schon relativ holzig war. Ja, ein paar Äpfel noch. Aber ansonsten eigentlich dasselbe wie gestern. Und ja, das Einzige, was fehlt, ist Buchweizen. Da habe ich zurzeit Mangel, habe ich erst wieder bestellt. Zum Mittag gibt es wieder Zucchini-Nudeln aus dem eigenen Garten. Dazu gibt es kleingeschnittene rohe Zwiebeln, kleingeschnittene rohe Champignons, ein paar Tomaten, dann ein paar geschälte Hanfsamen, etwas Sesam und ein selbstgemachtes Relish und eine Curry-Soße aus Glas. So ist noch übrig geblieben vom Grillen, beim letzten veganen Grillen. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Achso, dass das Zucchini sind, habe ich schon erwähnt, oder? Ja, wahrscheinlich. Zucchini ist natürlich auch aus dem Garten. So, und zum Abend wird es jetzt 3 Äpfel geben und etwas Haselnüsse. So, morgens beginnt es mit einem neuen Smoothie und einem neuen Smoothie-Behälter. Der alte ist abgeraucht bzw. war nicht mehr so ideal. Deswegen gibt es jetzt einen neuen und man erkennt auch tatsächlich, was drin ist. Also, was haben wir heute drin? Ungeschälte Hanfsamen, wir haben drin Chlorella-Algen und Kelp-Algen, wir haben Weizengraspulver, wir haben Moringa, wir haben Gerstengraspulver, wir haben Ginsengpulver, wir haben Neempulver. Dazu haben wir MSM-Pulver, dann frischen Ingwer, frischen Kurkuma, dann haben wir eine exotische Früchtemischung, wir haben gefrorene Himbeeren, wir haben gefrorenen Grünkohl, wir haben gefrorenen Spinat, wir haben Möhren, wir haben Brokkoli, wir haben Bananen und wir haben einen Apfel. Genau, das ist der Smoothie für heute. So, ich habe gerade Schokoriegel getestet und ja, jetzt werde ich hier die 2 Riegel und dann habe ich schon noch 2 Riegel gegessen. Also insgesamt 4 von diesen Old Snacks jetzt zu mir nehmen und ja, mal sehen, ob es dann heute Abend noch was gibt. Aber die mussten weg, die mussten getestet werden und ich habe mich da bereitwillig dafür zur Verfügung gestellt. Und zum Abend gibt es wieder Zucchini-Nudeln. Diesmal habe ich mir mit so einem kleinen Mixer, den ich jetzt neu habe, so eine eigene Soße gemacht, weil ich nicht immer diese gekurften nehmen will. Und zwar habe ich Tomatensoße, Cashewkerne, Pizzagewürz zusammen gemacht und Pilze. 3 Champignons, Tomatensoße und Cashews und Gewürze zusammen und einfach eine Tomatensoße gekostet, schmeckt genial, wunderbar. Brauchst überhaupt nicht so irgendwas zu kaufen. Kaufst du einfach hier für 19 Cent diese pasteurisierten Tomaten, haust ein paar Gewürze rein, 3 Champignons, ein paar Cashews, Bums aus Nikolaus, richtig geile Soße. So, heute Morgen fange ich nicht mit einem Smoothie an, sondern mit einem kleinen Bentonit-Shake. Ihr habt ja mal sicherlich mein Video gesehen, wenn nicht, oben in der Infobox ist es, dass man Bentonit eben vielleicht vor dem Smoothie nimmt. Und deswegen mache ich mir so einen kleinen Bentonit-Shake, eine Banane, Himbeeren und Apfel. Und dazu tue ich halt so einen Esslöffel oder so einen Teelöffel Erde rein, also diese Bentonit-Mineralerde. Die werde ich dann einfach jetzt nehmen und dann werde ich den Smoothie quasi später nehmen.
So, das Smoothie kam dann irgendwie doch nicht. Jetzt ist Mittag und ja, es ist ja ungefähr so 1,5 Kilo Weintrauben jetzt. Ja, wenn der Smoothie früh nicht reinkommt, dann fehlt irgendwie so die Sättigungsgrundlage, gerade mit dem Buchweizen noch und so weiter. Deswegen gibt es jetzt auch wieder mal eine gekochte Mahlzeit, und zwar ist hier Basmati Vollkornreis mit einer, ja, so einer asiatischen Gemüsepfanne, also einfach nur so gefrorenes asiatisches Gemüse ohne alles. Und da habe ich jetzt noch ja, Gewürze dran gemacht, Sojasauce und Zedernüsse. Und genau das gibt es jetzt, und ich denke, danach bin ich auf jeden Fall satt. So, morgens geht's wieder los mit einem Smoothie. Heute ist drin wieder Buchweizen, frisch gekommen. Das ist das hier unten. Buchweizen, dann Braunhirse, auch neu. Chlorella-Algen, Kelbalgen, Neempulver, Ginsengpulver, Brennnessel, Banane, MSM-Pulver, Weizengraspulver, Moringa-Pulver, Gerstengraspulver, ungeschälte Hanfsamen, dann gefrorene Himbeeren, gefrorene Grünkohl, gefrorener Spinat, dann Granatapfelkerne, normaler Apfel, rote Beete und Zucchini. Das dürfte es gewesen sein. So, jetzt gibt es noch einen leckeren Kürbissalat, also mit Kürbis, mit passend zu Halloween, mit Gurke, mit Curry, mit Haselnüssen, mit Walnüssen und mit Kürbiskernen. Dazu Zedernussöl, Zedernüsse und Apfel. Das war's. Und Gurken, habe ich glaube ich schon gesagt. Genau, leckerer Salat jetzt. So, jetzt zum Abend gibt es noch so einen kleinen Milchreis für Arme. Einfach nur, ja, logisch, bisschen Basmati-Reis in Milch gekocht. Und dazu ein bisschen Stevia und ein paar Mandeln, und das war's.